Nächster Sprecher ist Christoph Lengel von der FPÖ Vorarlberg. Danke, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, werte Kollegen. Ja, in der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Fälle. Ich kann mich da erinnern an die Republik von Tadschikistan. Da ging es auch um mehr oder minder das Gleiche. Wir haben dort damals auch diesen Einspruch unterstützt. Zum Kosovo ist zu sagen, dass sicherlich auch diese Region leider nicht gerade eine sehr sichere Region ist und dort, wie bereits erwähnt wurde, der Korruption und der Kriminalität in großen Bereichen und vielfach immer noch Tür und Tor geöffnet ist. Zu erwähnen sind hier gewisse Dinge, die dort einfach geschehen, insbesondere der Drogenhandel, Menschenhandel und auch eine unkontrollierte Prostitution. Ich kann mich da selbst auch noch an einen Fall erinnern, als ich dort unten war, bezüglich der Urkundenfälschung. Da wurde eine Urkunde innerhalb weniger Stunden ausgestellt, die eigentlich etwas bestätigte, was schon ziemlich lange zurücklag. Und dort auch diese Urkunde innerhalb kürzester Zeit bei der Behörde in Österreich auflag. So liegt es doch sehr nahe, dass dort eben Urkunden käuflich zu erlangen sind. Ja, der 103. Platz im Rahmen der Transparency International ist auch nicht gerade rühmlich. Selbstverständlich hoffen wir Freiheitliche, dass sich dort die Situation auch einmal verbessert. Aber zum derzeitigen Punkt bzw. die derzeitige Situation ist eindeutig und wir können diesen Einspruch nur unterstützen und werden auch diesen Einspruch befürworten. Danke. Korruption und Kriminalität sei im Kosovo in vielen Bereichen noch immer Tür und Tor geöffnet, so Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg.